Ich bin Christopher. Und ich bin Michael. Und wir erzählen euch heute die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Das Ganze beginnt im Oktober 2015, vor 2,5 Jahren. Ich war ja auf der Weltreise und zu dem Zeitpunkt war ich auf Fidschi und habe mit einem australischen Missionsehepaar geredet, das ich dort getroffen habe, und denen von meinen Plänen erzählt, die ich habe, wenn ich wieder nach Deutschland komme. Und da meinte die Frau: Christopher, so viel wie du vorhast, das packst du nicht alleine, du brauchst eine Frau an deiner Seite. Und ich fange jetzt mal an, jeden Tag dafür zu beten, dass du eine Frau findest. Und das kann ja nicht schaden, dachte ich, und habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass sie das gemacht hat, was sie auch dann wirklich hat. Und zu genau dem Zeitpunkt habe ich angefangen, mit Focus Online zu schreiben, den allerersten Artikel über meine Reise, das war ja jetzt zur Halbzeit. Irgendjemand, den ich nicht mal wirklich kannte und wegen technischen Problemen mal auf Facebook adden sollte, hat dann letztendlich diesen Focus-Artikel geteilt. Ich war einfach nur zu Hause und habe so gescrollt und dann war einfach Focus Online mit der Überschrift: Meine Mutter dachte zweimal, ich bin tot. Und das hat mich dann doch angesprochen, dass ich das gelesen hatte. Es war ein Artikel über einen jungen Weltreisenden, der sich im Moment auf Fidschi befindet und auf seiner Reise zu Gott gefunden hat. Und ich weiß noch, dass der Artikel aufgehört hat mit den Worten: Und Christopher Schacht, was wollen Sie jetzt tun, wenn Sie wieder in Deutschland sind? Und seine Antwort war: Ich möchte nicht mein Informatikstudium beginnen, wofür ich ein Stipendium hatte, sondern ich möchte Deutschland für Gott und die Nächstenliebe begeistern. Und es war für mich ein Moment, an dem wie so ein Rausch durch meinen Körper gegangen ist, so ein Moment, wie ein Déjà-vu rückwärts, dass man manchmal weiß, okay, irgendwas wird da sein. Er wird Teil in meinem Leben sein. Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, dass es so sein wird. Ich bin dann auch aufgestanden in meinem Zimmer und musste mit Mund offen wirklich so in meinem Zimmer stehen, weil ich gemerkt habe, jetzt gerade ist was passiert. Dann habe ich probiert, ihn auf Facebook zu finden, so richtig gestalkt, aber nichts gefunden. Er ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich 3 Tage später ihn nochmal gesucht. Dann habe ich ihn gefunden und habe ihm geschrieben: Hallo Christopher, ich find's cool, was du machst. Und ich habe erstmal nicht zurückgeschrieben. Ich habe ja eine ganze Reihe von Nachrichten bekommen und es vergingen auch einige Wochen, die ich sowieso noch auf dem Ozean war und kaum Internet hatte: Vanuatu, Salomoninseln, Papua-Neuguinea. Und ab den Philippinen hat sich das dann gebessert und dann habe ich die ganzen Fanpost-Nachrichten, könnte man fast sagen, beantwortet und auch Michael zurückgeschrieben: Hallo, ja, danke dir für deine Nachricht, liebe Grüße von den Philippinen, und das war's erstmal. 3 Monate später kam diese Nachricht an, denn irgendwann hat dann Christopher die Nachricht bekommen, ob wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen wollen und Reisegeschichten austauschen. Hat es auch nicht lange gedauert und es kam eine ganz lange Nachricht von Christopher zurück. Andere haben mich gefragt: Ja, Michael, wieso schreibst du nicht einfach zurück? Und so theatralisch das scheinen mag, habe ich geantwortet: Ich weiß, wenn ich jetzt zurückschreibe, wird mein Leben nicht nochmal dasselbe sein. Wir haben dann über 15 Monate hinweg täglich miteinander geschrieben. Das war wie so ein Tagebuch, mit dem man sich jeden Tag ausgetauscht hat über das, was so passiert ist. Unsere Nachrichten sind immer länger geworden. Waren die Nachrichten nach ein paar Monaten schon 2 A4 Seiten in Word lang pro Facebook-Nachricht. Und das ist dann ganz schön eskaliert. Ja, trotzdem haben wir uns hammergut verstanden. So, das war fast wie so ein Seelenverwandter. Also wenn es sowas gibt, dann wärst du das gewesen auf jeden Fall, oder bist es. Nach 15 Monaten des Schreibens zwischendurch hatte sie mir nach Korea nochmal einen Brief geschickt. Wir haben auch angefangen zu telefonieren. Später, als ich in China war, dann auch erste Videobotschaften geschickt. Hallo Michael, liebe Grüße. Wir sind im Moment am Segeln bei sehr, sehr wenig Wind. Und eine Flaschenpost. Ja. Die ist auch noch nicht angekommen. Dann meinte Michael irgendwann, zu dem Zeitpunkt war ich in Thailand, ob das denn mit dem Kaffee immer noch so ist. Jetzt vor einem Jahr hatte ich dann nochmal nach dem Kaffee gefragt und ich meinte: Ja, du kannst jederzeit vorbeikommen, ich warte nur darauf. Und dann meinte sie: Okay, dann buche ich jetzt ein Flugzeug nach Indien, nach Mumbai. Da kommst du jetzt doch demnächst lang. Also 1. April in Indien, Mumbai. Ich wusste nicht, ob Michael kommt. Und sie hatte gesagt, sie kommt, aber sie macht ziemlich krasse April-Scherze, weswegen das bis zum letzten Augenblick etwas ungewiss war. Ich hatte 7 Tage des Trampens auf mich genommen, um rechtzeitig dort am Flughafen zu sein und sie dann abzuholen. Dann haben wir 10 Tage zusammen verbracht in Indien, sind nach Goa gereist, haben uns einander ausgeführt und auf den legendären Kaffee getroffen.
von dem wir die ganze Zeit immer geredet hatten. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir zusammengekommen sind und das hat die, also Micha hat die Erwartung sogar noch übertroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass da so eine schöne, patente Frau vorbeikommt. Für mich war das Ganze ein bisschen anders. Nein, ich hatte ja total Angst, mich in irgendwas reinzudenken, was nicht echt ist. Und bin mit der Einstellung hingeflogen, okay, zu 70% wird das sowieso nichts und 30% gibt es ein Vielleicht, dass es was auf romantischer Ebene sein kann. Weil ich einfach dachte, die Wahrscheinlichkeit ist doch so gering, dass du irgendjemand von der Welt so rauspickst und der die, nicht nur die gleichen Eigenschaften, Interessen und so weiter, Einstellungen hat, auch Ziele, sondern dann auch, dass du dich physisch attraktiv findest, dass du dich riechen kannst und so die ganzen Kleinigkeiten, dass es genau auf dieselbe Person noch zutrifft, die man da gefunden hat. Ich dachte, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, wollte es aber einfach rausfinden, um da Gewissheit zu haben. Wo ich mich gerade befinde, ist das eine Toilette? Geil, ne? Von Turkish Airlines. Ich habe die unglaublich tolle und spontane Entscheidung getroffen, nach Mumbai zu reisen. Treffe in 40 Minuten oder ungefähr eine Stunde, wenn ich dann aus einem Haus bin, mein Freund, den ich vorhin noch nie gesehen habe. Das ist jetzt eine sehr gute Freundschaft, aber auch sehr interessant, mal das Gesicht dazu zu sehen. Als ich angekommen bin am ersten Tag, dachte ich so, nee, ist gar nichts. Da hat mich dann auch meine Schwester per WhatsApp gefragt, Michael, Freund oder Freund Herz? Und dann habe ich gesagt, 100% nein. Keine Liebe auf den ersten Blick. Auf keinen Fall. Ich fand ihn einfach am Anfang sehr komisch. Woran lag das, Christopher? Ich wollte halt nicht, dass sie merkt, dass ich an ihr so interessiert bin, weil ich dachte, wenn sie das zu sehr merkt, dann wird sie wieder abhauen und sagen, naja, der Typ ist leicht zu haben. Er hat sich dann nicht wirklich für mich interessiert. Und dann fand Michael mich kalt und distanziert. Ich denke mir, ich fliege gerade nach Indien. Und dir, ich bin dir völlig egal. Und dann hat er mich aber aus dem Nichts heraus geküsst. Aus dem Nichts heraus? Ich habe dich vorher gefragt. Er hat mich gefragt. Das muss ich ihm lassen. Aber diese Frage kam aus dem Nichts heraus. Ja, ich wusste nicht, wie mir geschah und habe okay gesagt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Man muss dazu sagen, beide von uns haben seit Jahren niemanden mehr geküsst gehabt, weil wir es aufsparen wollten für eine Person, die es wert sein sollte. Mit der man das ernst meint, ja. Damit wir einfach niemandem was vormachen. Ja, war ich erstmal perplex und habe ihm auch gesagt, wie ich mich fühle. War einfach total unsicher in dieser ganzen Sache und habe gesagt, ich brauche Zeit, dich kennenzulernen. Aber Christopher hat sich total viel Zeit genommen und ist so liebevoll mit mir umgegangen. Und ich habe dann seinen richtigen Charakter kennengelernt. Er hat dann diesen Fake Christopher abgelegt. Und dann einen liebevollen, aufmerksamen. Aufmerksam. Er harmoniebedürftig. Harmoniebedürftig. Er hatte so einen krassen Charakter, wie ich das bei noch keinem Mann sehen durfte. Ich dachte zu dem Zeitpunkt übrigens immer noch, er ist so ein Pfadfinder-Freak und habe mich dann aber absolut in deinen Charakter verliebt. Ich kenne keinen schöneren Mann auf dieser Welt. Na Gott sei Dank. Wirklich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich befinde mich schon wieder bei Turkish Airlines hier. In der wunderbaren Toilette. Ich habe mich jetzt von Christopher verabschiedet. Ich muss sagen, das ist echt krass. Ich hätte nicht gedacht, dass man einen Menschen so schnell so gern haben kann. Krass. Das hätte ich echt nicht gedacht. Und ich bin gespannt, wie die nächste Zeit wird. Ich muss sagen, egal, wie die Sache endet und wer mal heiraten wird auf jeden Fall glücklich sein. Muss ich echt sagen, wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, ist er einfach krass, weil der Märchenprinz nicht im Sinne von kitschig und doof, sondern einfach hingegeben und selbstlos und liebevoll und fürsorglich. So wie ich das glaube, noch nie wirklich bei den Paten gesehen habe. Egal, wie die Sache ausgeht. Und dann ist Michael zurück nach Europa geflogen. Sie hatte zu dem Zeitpunkt ein Auslandssemester in Italien gemacht, in Rom. Und ich habe mir dann das Ziel gesetzt, in 3 Monaten wieder dort zu sein, in Europa, und sie aus Rom abzuholen und dann gemeinsam mit ihr wieder nach Hause, nach Deutschland zu kommen.
Und als Michael dann Indien verlassen hat und wir zusammen waren, hat sie mir von da an jeden Tag einen Brief geschrieben. Und weil Briefe ja normalerweise so 3 Tage in Deutschland brauchen, bis sie beim Empfänger ankommen, hat sie auch immer 3 Tage gewartet, bevor sie mir dann das Bild auf dem Handy zugeschickt hat. So, jeden Tag hatte ich dann einen 3 Tage alten Brief auf meiner Reise, einen Liebesbrief von Michael. Und bin dann durch Pakistan gereist. Michael hat Blut und Wasser geschwitzt, ähnlich wie meine Familie, dass ich dort umkommen könnte. Im Angesicht von ganz vielen AK-47 und so weiter. Wir haben ihm gesagt, er soll einfach unauffällig sein und das Christsein nicht so raushängen lassen, ja. Sons and daughters of the Most High, because Jesus is living in us, that he was a son. Or Abraham, Kudarke, Betur, Betia. Was macht er? Er predigt täglich, tauft Leute und erzählt mir, wie er auf seinen Zugfahrten mit den ganzen Moslems über seinen Glauben geredet hat. Und ich dachte mir so, okay, Christopher, danke schön. Danke. Die haben sich alle gefreut. Ich bin dann zu dir nach Rom gekommen. Und wir haben die Zeit zusammen verbracht, sind nachts durch Rom spaziert mit einem Glas Wein in der Hand zum Kolosseum, Barfußspaziergänge, Gitarre angehört, sind in die Gärten zu einem Freund, der dort ein Jazzkonzert hatte. Das war einfach eine traumhafte Zeit. Wir sind dann über die Toskana wieder nach Hause gefahren, nach Venedig, haben gezeltet in den Ölbergen. Und dann sind wir zurück nach Deutschland mit dem Auto gefahren. Da hat er meine Familie kennengelernt. Ja, und Michael hatte mich gleich angewiesen, ich sollte ihren Vater mit Hallo Schwanzlurch begrüßen, weil dieses Tier wohl legendäre Züge in der Familie hat. Und musste ich noch gegen ihren Vater im Armdrücken bestehen, um auch Michael irgendwann einen Antrag machen zu dürfen und mich als würdig zu erweisen. Am ersten Abend des Kennenlernens, muss man dazu sagen. Ein halbes Jahr später sind wir nochmal wieder nach Italien gefahren, zu der Hochzeit von einer Freundin von Michael. Und einen Tag später habe ich ihr dann an ihrem Lieblingsplatz in Rom einen Antrag gemacht. Und ich habe ja gesagt. Juhu. Ich habe ja viel Geld für den Flug ausgegeben damals, aber ich dachte mir, manchmal muss man im Leben ein Risiko eingehen, um rauszufinden, was das Leben bietet. The Book of Love is long and boring. No one can live the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. And I love it when you read to me. And you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental, and some of it's just really dumb. And sing me anything, yeah, you can sing me.